Willkommen zurück im Wunderland. Wir sind noch immer im Palast der Herzkönigin, werden verfolgt von dem Scharfrichter. Und wir müssen uns jetzt hier ein bisschen durchkämpfen. Momentan wechseln sich die Sprungpassagen mit den Verfolgungspassagen und den Kampfpassagen etwas ab. So, das war relativ easy going hier. Ja, welche Seite nehmen wir jetzt? Da scheint es wirklich weiter zu gehen. Und da mache ich fast etwas eine Erinnerung aus. Aber ich glaube, das ist einfach zu weit weg für den Sprung. Jo. Etwas zu weit. Ah, okay. Hoch. Super. Und da haben wir die Erinnerung. Plus 10. Hilf uns, Alice! Rette uns, Alice! Lass uns nicht allein, Alice! Lass uns nicht zurück, Alice! Bleib bei uns! So, dann gehen wir jetzt wieder auf den Hauptweg. Ich frage mich, wann wir gegen diesen Scharfrichter kämpfen können, richtig. Ich will den ausschalten. Der geht mir nämlich richtig auf den Keks. Oder wird das der Endgegner sein? Nein, verdammt! Ich wollte da hoch. Ist vielleicht trotzdem noch. Na gut, hier haben wir aber auch nichts. Außer. Yeah! So, da müssen wir rein. Einmal ist der Wüstling mir in die Damentoilette am Bahnhof Waterloo gefolgt. Ich musste den Aufseher rufen. Aber wieso war jetzt da ein Zeichen mit der Häschenbombe? Muss ich die hier hinstellen? Nö. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Da kommen wir nicht lang. Nee. So, jetzt kann ich nach links. Von da kamen wir ja. Nee, hä? Okay, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Da ist ein Schlüssel, vermute ich mal. Oh oh. Oh gut.
vermute ja fast, dass das der Hauptweg ist. Also nochmal verkrümeln. Ach, ich muss an der Kette ziehen. Das war kein Schlüsselzeichen, das wäre ein Kettenzeichen. Oh oh. Und was habe ich davon jetzt? Das wird ja bloß wieder. Genau. Dann komme ich vielleicht da hoch, aber dass ich das jetzt unbedingt will. Da muss man echt schon verdammt schnell sein. Ich glaube, das lasse ich bleiben. Ich guck mal. Ich glaube, ich kann es nicht bleiben lassen. Verdammt. Aber ist auch egal, wie rum. Dann machen wir es. Nein! Hätte ich mal doch nochmal geguckt. Okay, dann halt so rum. Na, nicht schon wieder runterfallen. Oh, gut. Jetzt runterfallen wäre nicht so cool. Okay, da haben wir wieder eine Flasche. Hm, sieht ziemlich kompliziert wieder aus. Andererseits will ich die Flasche. Gut, top gemacht wieder. Eins, oh. Ups, wollte ich doch ja nicht. So, hier müssen wir wahrscheinlich auch wieder. Hier muss auch wieder ein Hase drauf. Du weißt, wie der Hase langläuft. Aber das will ich auch noch mitnehmen. Oh, oh. Jetzt will ich gerade zu viel, glaube ich. Ja, bleib cool. Oh! Da ist wieder die Zeitschaltuhr, die wahrscheinlich wir mit dem Ding aktivieren hier. Dann machen wir das mal, wa? Erstmal hier hochgehen. Und jetzt. Thank you.
Oh, das war bestimmt sauknapp. Und ruf da. Und diese Chance nutze ich doch gleich, um noch die Teekanne oder die Pfeffermühle etwas zu verbessern. Jaha. Jetzt ist er rot und hält wahrscheinlich auch wieder länger. 700 und 800, also 1,5 brauchen wir noch, um alle Upgrades geschafft zu haben. Ah, da kommen doch bestimmt wieder Gegner oben. Die Plattform ist ausreichend groß dafür. Wieso ist er so groß? Stirbt er denn nicht hier, ey? Erst irgendeine Maske runter. Hallo. Nicht wieder laufen. Yippie! Hui! Ach du Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Mietzemann und kämpfende Pferde? Das Spiegelbild gibt bisweilen mehr von der Realität preis als das Gespiegelte. Hey, ist das nicht das Gleiche? Schön Fleisch hier, oder was? Ich frage mich, warum uns dieser Scharfrichter hier andauernd hin und her biegen kann. Ach ja, okay, wieder ein Schachspiel. Starten! Das ist ja, wenn ich mich nach links bewege, muss er eigentlich nach rechts. Oh. Das lief ja nicht so optimal. Das ist schwer. Jetzt gehe ich mal gleich nach geradeaus. Das ist doch echt scheißegal, was ich mache, habe ich das Gefühl. Da nicht vorbei. Links, er geht nach rechts. Geradeaus. Gut, da würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Also Spitze, bedanke mich. Bis dann.